Und hier haben wir wieder eine Zitrone. Das ist doch schön. Denn da können wir unendlich fliegen und uns auch hier durchbringen. So, eins fehlt mir noch. Da unten haben wir eine Tomate. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Ist ja logisch. Ich dachte gerade. Okay, wartet, ich gehe hier von der Seite. Da kann ich mich nämlich schön treffen lassen. Wunderbar. Wunderbar gemacht, Kirby. Achtung. Da muss man echt aufpassen. Der Sakurai war ziemlich fies im ersten Teil, wie man sieht. Ich habe nur ein Leben. Ich habe nur ein Leben. Aber ich habe einen Curry. Ich habe einen Curry. Ja, wäre schön, wenn ich jetzt irgendwie noch was finde, um mich zu heilen. Das Curry ist wichtig, um sich hier auf jeden Fall drüber zu bringen. Und vergesst ja nicht zu fliegen, weil sonst seid ihr schneller tot, als euch lieb ist. Oh. Jetzt wird es natürlich ganz böse. Mit Gegnern, die mich von Weitem attackieren, ja. Was Kirby auch ausmacht, ist, ich gehe mal schnell hoch, dass wir Stages haben, wo wir von links nach rechts fliegen müssen. Von links nach rechts. Das machen wir immer, aber meistens eben im Gehen. Wie gesagt, man kann den Gegner kennen wir auch aus späteren Teilen wieder. Ja, Kirby ist bekannt dafür, dass er manchmal Level hat, wo er nach unten muss, manchmal Level, wo er nach oben muss. Es ändert sich alles immer wieder. Der Gegner ist an sich total machbar. Aber auch hier gilt, dass das Boss-Schema. Uhu! Oh Gott! Wie ich das überlebt habe, weiß ich gar nicht. Ja, das Boss-Schema auch hier ein bisschen random ist. Das heißt, für Speedrunner, die das Spiel hier schnellstmöglich durchspielen, ist das natürlich ein Problem, da man nie wirklich 100% sagen kann, wann er wirklich seine Gegner fallen lässt, damit man den Gegner besiegen kann. Das Spiel ist auch nicht so lange. Es besitzt auch, ja, Längen verrate ich jetzt gar nicht mal, aber es gibt. Sehen wir ja eh bald. Also es ist nicht so lange. Spätestens beim Boss merken wir, dass wir da sind. Oh oh. Uhuhu! Ja, noch ein Gegnertreffer. Bam, da ist er platt. Er hat mir auch schon wieder die Hälfte des Lebens abgezogen. Das kann man durchaus bei dem Gegner noch besser machen. Aber besiegt ist besiegt. Ah, das stimmt ja selbst Kirby zu. Habe ich gesagt, ich erzähle euch nicht, wann das Spiel zu Ende ist? Dachtet ihr, das Spiel geht noch Jahre? Ja, nein. Wir sind bereits in der letzten Stage. Und das bedeutet, wir befinden uns im Castle von König DDD, der im Deutschen König Nickerchen heißt. So, beginnen wir einfach mal mit dem ersten Boss. Denn wir haben hier so eine Art Boss Rush. Das kennt man aus späteren Kirby-Teilen auch wieder, wo wir bestimmte Abschnitte im Spiel, die wir schon kennen, nochmal erledigen müssen. Seien es Fähigkeiten in späteren Teilen oder etwaige Kulissen, die wir wieder sehen. Nun ist es beim ersten Teil noch nicht so schlimm, denn hier haben wir das war schon das ganze Level, bevor der Boss kommt. Also echt. Ja, ich vergleiche das gerne auch ein bisschen mit Mega Man, klar von der Schwierigkeit. Ja, ist es nicht vergleichbar. Ja, das nicht. Aber Boss Rush, sowohl in dem Spiel als auch in dem anderen, das, ja, hat schon Parallelen, würde ich sagen. So oft hat er noch nie Luft gespuckt. So, immer schön umdrehen. Also das hier ist meiner Meinung nach der einfachste Boss im Spiel. Okay, wenn man nicht weiß, was man sich da hinstellen soll, aber ich denke mal, das wird das Schnellste sein, was man ausprobieren wird. Da geht's nicht drunter dieses Mal. Beinahe wäre ich sofort gestorben, weil man stirbt ja instant, sobald man im Graben landet. Und da denkst du noch, Kirby ist so einfach und dann stirbt sie wirklich nur durch die Berührung des unteren Bildschirmrandes, wenn es nicht gewollt ist. Auch der Boss ist total machbar. Vor allem, wenn man sich in der Mitte befindet, wo man hier zwei Au Möglichkeiten hat, auszuweichen. Sollte man immer machen. Man kann den Gegner, wie gesagt, auch von hinten attackieren. Aber ich mag es von vorne irgendwie lieber. Ich guck mal, ob es klappt. Seht ihr?
Wir können das wegschnappen und ihm dann bäm reinhauen. Aber ich mach das lieber auf meiner Altmulche, oder? Ja, doch. Ich hab's euch jetzt gezeigt, dass es auf zwei Arten geht. Aber das war's. Wuhu! Bäm! Ja, der Gegner hat noch zwei Leben, das heißt, jeder von diesen Kerlen hat noch ein Leben. Und da war einer hin. Kirby. Ja, ein schönes Jump'n'Run auf jeden Fall. Und für damalige Verhältnisse auch sehr, sehr eigen. Also es hat seinen eigenen Touch. Es hat seine eigenen Fähigkeiten, die wir noch nicht kopieren können, aber okay. Trotzdem hat Kirby ja schon einiges zu bieten. Er kann ja Luft pusten und Gegner einsaugen. Das ist schon mächtig. Übrigens, falls ihr euch fragt, wann kommt denn diese Fähigkeiten übernehmen, das gab es dann erst im... Was heißt erst? Schon, muss man sagen. Schon im zweiten Teil der Reihe fürs NES kam das raus. Und zwar nicht mal ein Jahr später schon. Und da hat sich Sakurai wirklich Gedanken gemacht, was er dann noch ändern will an seinem System. Und wir wissen, bis heute ist es so geblieben. Kirby, was zur... ja, was könnte ich denn zum Planeten? Der Planeten heißt übrigens... Oh Gott! Der Planet heißt übrigens Popstar, beziehungsweise auch genannt Dreamland. Deswegen heißt der Titel ja auch so. Und man sagt so... Okay, ich habe den Gegner eingesaugt. Man sagt so, ja, Kirby's Spezies wurde ja nie so genau beschrieben, aber man könnte ihn als Dreamlander bezeichnen. Bam! Und ja, der Kirby, also seine Spezies, zu der gehört ja auch Meta Knight, der irgendwann später dann in den Teilen auftaucht. Ja, es gibt schon einige Popstarer, wenn man es so bezeichnen will. Ja, eher Dreamlander. So. Noch ein Boss, und das ist außerdem der schwierigste meiner Meinung nach. Mit 4 ist das gar nicht mal sicher, dass ich den überleben werde. Deswegen pass auf, dass zumindest diese 4 übrig bleiben. Das hört sich echt so ein bisschen wie ein Staubsauger an. Geht das? So, bitte nicht treffen lassen. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach der schwerste Boss im Spiel. Weil er eben so... Man kann ihn nicht gut einschätzen, sagen wir es so. Am besten immer schön draufhalten, da macht man nichts verkehrt. Der ist auch ziemlich schnell, der Boss. Oh, ja, das habe ich jetzt gar nicht bedacht, dass er ja Sturzflug beherrscht. Oh, es sieht aber gut aus, das sieht sehr gut aus. Dankeschön, Kirby, du hast es geschafft. So, auf zu König Nickerchen. Im Deutschen. So, wir befinden uns in einer Art Boss-Kampfring. Und auch König Nickerchen, der übrigens eine Ente darstellen soll, besitzt die Fähigkeit, uns aufzusaugen und uns somit ein Leben abzusaugen. Ja, da sehe ich gerade, ich habe ja nur 2 Leben. Oh Gott. Ich finde das Spiel nicht mal so einfach, wie es immer behauptet wird. Aber es kann auch daran liegen, dass ich nie was mit Kirby am Hut hatte. Wuhu! Und ich hiermit mal einsteige. Und wir schauen uns wirklich ein paar Teile der Reihe jetzt an. Weil Kirby doch eine schöne Jump'n'Run-Marke ist. Aber wie gesagt, die Bosse sind random im ersten Teil. Also es kann sein, dass er seine Stampfattacke nie mehr macht. Und nur noch saugen wird. You suck. Im wörtlichen Sinne. So. Er hat, wie gesagt, die Juwelen geklaut. Und das können wir ihm nicht gutheißen. Eine Taktik von mir ist, immer unter ihm herzulaufen, wenn man sieht, dass er zum Sprung ansetzt. Und dann von der anderen Seite. So, lasst ihr nicht zu, dass er euch irgendwie in eine Ecke drängt. Und den Hammer würde ich gar nicht erst versuchen zu bekommen, da den Stern, weil er drängt euch in die Ecke und erwischt euch so. So, wenn er es natürlich so macht, dann könnt ihr es auch gerne so machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen werde beim First Try. Leider glaube ich eher nicht. Weil es ist doch sehr, sehr random, was er macht.
Und der ist auch sehr schnell und ziemlich groß für die Stage. Und ich habe nur noch 2 Leben. Und er gibt mir ja nicht mal eine Möglichkeit. Oh Mann. Er macht das extra nicht. Er macht das extra nicht, um Kirby zu trollen. Macht das nicht. Er weiß genau, welche Fähigkeit ich brauche, damit ich ihn besiegen kann. Ja, diese Fähigkeit mit den Sternen zu benutzen, um den Gegner zu besiegen, kommt aus dem ersten Teil. Das glaubt man nicht. Was macht er jetzt? Was macht er? Huhu. Ja, toll. Er macht es Jahre nicht. Er macht es Jahre nicht. Die Fähigkeit des Sprungs. Und dann macht das 3-mal hintereinander. Ich glaube es ja nicht. Okay. DDD. Du hast Kirby auf dem Gewissen. Bäm. Ja, ich finde doch, der Gegner hat auch viel Leben, hey. Also wenn man das mal vergleicht mit einem Bowser aus NES-Zeiten, da läuft er immer durch. Hier, Kirby, hat der mal eben 10 Leben oder was ist das da? Ja, 10 Leben sozusagen. Jetzt durchlaufen, von der Seite attackieren und abhauen. Er kann uns greifen. Ja, was heißt greifen? Er kann uns eben aus der Luft attackieren. Ich mag's nicht, wenn der in der Mitte steht, dann kann man ihn so schwer einschätzen, was er denn machen wird. Klar, wenn er von da anfängt, dann bleibt er auf der einen Seite stehen, wo er standelt. Macht keinen Sinn, den Hammerstern zu versuchen. In späteren Bosskämpfen ist es ja immer so, bei anderen Teilen, dass man die Fähigkeit verlieren kann, die man zum Zeitpunkt hatte, beziehungsweise erstmal Fähigkeiten bereitgestellt bekommt. Und wenn man es verliert, auf diese Sterne zurückgreifen muss. Aber im ersten Teil gab es noch keine Fähigkeiten, bis auf diese paar Früchte. Es gab übrigens auch im ersten Teil, den wir jetzt gar nicht gesehen haben. Oh, oh. Gab es auch eine Fähigkeit, die uns unbesiegbar macht. In einem Bonusraum, die habe ich gar nicht gefunden. Aber egal, Fähigkeit unbesiegbar. Ich brauche keine unbesiegbar. Ich bin Kirby, der ist eh schon der Highlander. Dreamland, Highlander, wo ist der Unterschied? Er will es nicht. Er will wirklich nicht, dass man ihn besiegt. Weil der Bosskampf, wie gesagt, für Speedrunner ganz übles Problem. Da kämpfst du dich innerhalb von Sekunden durch das Spiel und dann hast du hier so ein DDD, der dich trollt ohne Ende. Ja, du kannst das nicht... Was ist das denn für eine Attacke? Die kenne ich nicht mal. Okay. Hi. War klar. Wenn ich es im Let's Play versuche, dann macht er seine Sprungattacken nicht. Das war klar. Jetzt aber. Wurde mal Zeit. Hoffentlich macht das jetzt immer weiter. Weil er hat ja ein bisschen die Bringschuld, würde ich mal sagen. Oh, oh. Ja. Jetzt macht das häufiger. Und ich krieg den nicht, weil ich zur falschen Seite... Oh, das erste Mal, dass ich einen Hammerschlag bekomme. Und jetzt hat das verbirgt. Bam. König DDD ist übrigens eine Ente. Das sah man auch schön an seinem Bild da hinten. Ja, König Nickerchen kann jetzt ins Reich der Träume übergehen, denn er wurde K.O. geschlagen. Und da haben wir die ganzen Traumjuwele wiederbekommen, die uns ein angenehmes Leben bescheren wollen. Genauso wie die Früchte, die König DDD geraubt hat. Und Kirby entführt mal eben das Schloss. Ja, und da seht ihr die ganze Frische, die aus dem Schloss runterfallen. Ja, und da befinden wir uns bei den Credits. Wir haben das Spiel bereits durch. Sakurai, ich bedanke mich für dieses Spiel. Ein wirklich sehr geiler erster Teil, vor allem wenn man bedenkt, dass es für den Game Boy rauskam. Als allererster Teil der Reihe muss man bedenken, dass das Spiel viele Elemente eingeführt hat, die es in nachfolgenden Teilen immer noch gibt und in der Form sogar immer noch 1:1 eingesetzt werden. Außer die Sache mit dem Fähigkeiten übernehmen, wobei man das da sagen kann, dass der Nachfolger einen epischen Pluspunkt dadurch gewinnt, weil sich Sakurai so viele Gedanken gemacht hat, was man in diesem ersten Teil noch verändern und verbessern kann. Die Länge ist etwas kurz, das gebe ich zu.
Aber nichtsdestotrotz ein sehr schönes Spiel. Ein schönes Spiel, was vor allem für Gelegenheitsspieler damals rauskam. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zu den Ursprüngen von Kirby, zum Ballon, zum Dreamlander. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ihr seht die ganzen anderen Dreamlander im Vordergrund. Und Kirby sagt bye bye. Das sage ich auch. Übrigens gibt es noch ein extra Game. Dort kann man, wenn man diese Kombination eingibt, das Spiel nochmal mit etwas schwierigeren Gegnern besiegen und durchspielen. Aber für diesen Moment reicht es. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei neuen Kirby Games. Bis dann und ciao. Ja, König DDD ärgert sich zurecht. Er hegt jetzt schon einen Plan für den nächsten Teil. Bye.